Willkommen an alle Webinarteilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender. Und ja, ich freue mich heute wieder, den Dirk begrüßen zu dürfen, mit seinem Stereo Trader zum Live-Trading US-Börseneröffnung. Ich will mich auch gar nicht lange aufhalten. Das Einzige, was ich noch erwähnen möchte, ist, dass wir die Risikohinweise noch eben durchgehen müssen. Das heißt, wir bewegen uns nicht im Bereich der Handelsempfehlung. Ja, das Webinar dient nur zu Schulungszwecken und die Meinung des Referenten ist nicht maßgebend für FX Flat. Insofern wünsche ich allen Teilnehmern viel Spaß und ich übergebe jetzt das Zepter an den Dirk. Moment bitte. So, leichte Startschwierigkeiten heute, wie ihr gemerkt habt, vor allem nicht mehr GoToWebinar. Wir müssen uns ja irgendwie so ein bisschen synchronisieren. Und naja, so ist das halt manchmal. Ne? Live ist halt immer alles ein bisschen anders, immer ein bisschen aufregender und da geht auch immer mal was schief. Ne? Ist ja alles nicht so schlimm. So, ich freue mich natürlich ganz herzlich, dass wir heute wieder hier zusammen sind und das Live-Trading machen zur US-Markteröffnung. Der Wolfgang hat es auch schon gerade gesagt. Ich glaube, er ist gerade ein bisschen überfordert. Den spreche ich gleich noch mal an, bevor er dann irgendwas sagen soll. Ich glaube, er war gerade froh, dass das Mikro los ist. Ja, ich kann Ah, das nee, doch. Geht. bestätigen. Warte, ist Ich er. kann. So, ich gebe ihm mal ganz kurz das Wort. Lieber Wolfgang, was ist denn los da? Ja, leichte technische Schwierigkeiten, hast ja gemerkt. Bildschirm hat nicht das angezeigt, was er anzeigen sollte. Naja. Muss halt nachher ein bisschen schneiden, das geht schon so. Ne? Das ist hier bei, Ja. ich hab's nicht drauf bei YouTube, von daher alles gut. Aber so ist das halt. Live ist live. Ne? Und wir haben ja hier nicht irgendwie Fernsehteams am Start, ne? Und die da halt irgendwie live schneiden und weiß ich nicht, was machen können. Ne? Von daher, wir müssen die hier immer alle irgendwie mit den zwei Händen, die wir beide nur haben. Also Wolfgang bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, der hat auch nur zwei. Obwohl Wolfgang, na egal, müssen wir nochmal genauer gucken. Damit dann halt irgendwie alles rechtzeitig hinzukriegen. Also danke für euer Verständnis oder ich hoffe zumindest, ihr habt es. Es würde mich auf jeden Fall freuen. Bei mir geht ja auch schon mal was schief und das ist eben so. Gut, aber Vielleicht schön, noch dass ihr da seid. Nochmal, bitte. mal testen, ob wir gut zu hören sind. Ja, ich glaube aber schon, es passt alles. Das sehe ich Ja. hier an den Spiegeln. Okay, Gut, gut, alles klar. ihr dürft natürlich in die Kommentare was reinschreiben, wenn ihr was zum Markt zu sagen habt oder halt eben auch irgendwie, oder wenn auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwas nicht passt oder wie auch immer, ne? Gerne in die Kommentare rein, sei es bei GoToWebinar oder eben hier bei YouTube und ich versuche das natürlich irgendwie aufzugreifen. So, ich komme natürlich auch recht frisch da rein. Ich habe ja auch zum Dow jetzt nicht so wahnsinnig viel gesagt, ne? Außer eben ATH. Da gibt es keinen Widerstand, ne? Und weil der Widerstand ist ja immer da, wo wir halt irgendwie den Verkäufer schon mal gesehen haben und den haben wir halt bis jetzt noch nicht so wirklich, ne? Von daher ist jetzt vielleicht gar nicht so einfach, sich da einzufinden, beziehungsweise im Zweifelsfalle wird ja auch hier schon geschrieben. Ich bin irgendwie so klein hier, ne? Muss mal ein bisschen runterfahren am Tisch. Wird ja dann eben auch geschrieben, so von wegen, nee, wir sind long und Pazzo, guter Einwand, 100 Likes wollen wir sehen. Da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr euer Like da lasst. Und auch wenn es schief geht, ja, das ist ja nicht zwingend dann irgendwie meine Schuld. Außer ich bin schuld, dann okay, dann dürft ihr auch disliken oder fände es natürlich besser, wenn ihr es dann einfach sagt, was ich falsch gemacht habe und versuche ich das natürlich auch aufzugreifen. Ansonsten kann ich immer nur wie immer meinen strategischen Ansatz halt eben verfolgen. Und in der Regel funktioniert der. Aber die Regel ist eben halt nicht, keine 100%, ne? Auch eine Regel hat Ausnahmen. Deswegen ganz wichtig, nicht nachhandeln. So, gucken wir uns mal den Markt an, oder? Gut, ich gucke über die Kommentare drüber. Wolfgang, wenn du irgendwas findest, ne, was irgendwie hier rein muss, dann bitte gerne her damit. So, ich gehe jetzt aber mal rüber aufs Bild. Und dann gucken wir uns da irgendwie mal an, was wir da überhaupt sehen. Also, hier mal erstmal den Überblick nochmal. Ne? So, das heißt, wir haben jetzt ja hier den Dow im H1. Das ist ja immer so für mich maßgebliches Ding. Und ich habe ja generell, das war das, was ich gestern Abend gezeichnet habe und gesagt habe, naja, der muss eigentlich nicht mehr wirklich korrigieren, ne, weil er es hier unten eigentlich schon gemacht hat. Fände es aber gut, wenn er es macht. Beziehungsweise, wenn er hier unter die Lows kommt, dann gehen wir wahrscheinlich auch eine Etage tiefer. Ansonsten hat er eigentlich schon alles im H1 erledigt. Das war nämlich eben dieses Level, was ich im Daily da gefunden hatte, wo ich aber dann auch meinte, naja, eigentlich müssen wir das gar nicht mehr machen. Wir haben es ja schon gemacht. Ne? Und von daher muss der da nicht nochmal hin. Irgendwas stimmt hier mit der Kamera heute nicht. So, entweder oder ich bin einfach nur schlapp. Ich bin nämlich eben draußen in der Hitze einmal kurz rumgelaufen. Vielleicht hätte ich das nicht machen sollen, irgendwie bevor ich hier live gehe. Komme auch hier ins Schwitzen, muss auch die Hosenbeine hochkrempeln. Und habe schon gedacht, ich sollte irgendwie vielleicht besser nochmal eine kurze Hose anziehen. Seht ihr ja eh nicht.
Daher egal. Also, hierauf, ne? Weil, wie gesagt, dieser Widerstand, ich meine, generell im Aufwärtstrend ist das Ding halt unweigerlich, ne? Und so, ne? Hier war halt Support, der mehrere Stunden gehalten hat. Hier war einer, im Daily hätte der zwar irgendwie nochmal hier hingekonnt, aber das meinte ich eben, da reicht aber im Zweifelsfalle eben auch, wenn wir hier nur mal irgendwie so ein bisschen reinkorrigieren, dann halt eben nochmal raufzieht. So, ist jetzt die Frage, gehen wir jetzt zum Kassastart direkt da oben raus, laufen wir zum Point of Control, weil ich bin natürlich immer auch schon ein Freund davon, sich das Volumen anzugucken. Die Value Area High von gestern ist bei der 585, ne? Das heißt, also dort, wo das Handelsvolumen gestern zu Ende war, eben auch in Verbindung mit dem Kassamarkt. Das heißt, dort würde der dann ansetzen. 586, also als Beispiel, wenn er jetzt eben runter käme, ne? Das wäre auch eine Strecke. Da könnte man natürlich dann auch überlegen zu shorten, wenn er die jetzt irgendwie angeht. Ansonsten, wenn er oben rausgeht, geht er oben raus. Da muss man halt gucken, wohin. Eine Grenze gibt es da halt nicht so wirklich. Das ist natürlich immer so ein bisschen das Problem. Das heißt, wenn man ATH verfolgen wird, das will, das hatten wir in Gold ja letztens auch, wo ich ja dann gemeint habe, naja, für Investment, im Zweifelsfall geht man dann halt à la FOMO rein. Das heißt, also einfach kaufen und hoffen. Und es ist im Zweifelsfall dann tatsächlich die bessere Strategie, als irgendwie zu warten, dass es irgendwie nach unten geht. Aber hilft uns hier im Live-Trading in der halben Stunde jetzt natürlich nicht weiter. Ne? Einfach long gehen ist, glaube ich, irgendwie ein bisschen zu risky. Deswegen mal gucken, ob wir ein bisschen Korrektur kriegen. Wie gesagt, Favorit, ganz klar, hier die 586. Die fände ich natürlich schon ziemlich gut. Mal gucken, ob wir die irgendwo auch dann hier finden, im kleineren Bild. Hier unten, alles seht ihr ja gar nicht. Ne? Das seht ihr nur, wenn ich mich hier ausmache. Wo ist nochmal der Knopf dafür? Das müsste der hier gewesen sein. Genau. Ne? Also hier ist dann eben auch der H1 586. Ich habe das jetzt nicht freigegeben im H1 im Live-Chart, aber ich zeichne das jetzt hier mal ein. Und hier oben ist mein M15, der mich ja letztes Mal vermeiert hat. Habe ich nicht vergessen. Was wir hier sehen jetzt im kleinen Timeframe ist ja einfach nur, wir versuchen das Vortageshoch. Ne? Das ist ja hier eben auch automatisch eingezeichnet. Der versucht, das Vortageshoch zu kaufen. Das kann natürlich auch gelingen, ist gar keine Frage, auch wenn er da irgendwie gerade dran bremst. Und ich wäre schon ein Freund davon, irgendwie, wenn er nach oben rausgeht, zu versuchen, da mitzugehen. Aber halt nicht unbedingt so, ne? Also hier mit einer Stop-Order. Da wäre ich jetzt vielleicht nicht so wirklich ein Freund davon. Deswegen schon gucken, also die 580 irgendwas ist natürlich aber auch ein paar Meter tiefer. Das heißt, skalieren mal hier ein bisschen runter das Bild und mal gucken, ob das jetzt in irgendeiner Form hier dann greifbar werden wird. Ne? Also, ein paar Sekunden haben wir noch. Warten wir erstmal ab. Die Linie kann ich auch gleich noch einzeichnen, falls der Markt sich für irgendeine Richtung entscheidet. Okay, Down Gap ist natürlich jetzt nicht unbedingt ein Long-Signal erstmal. Ne? Muss mal gucken, ob sich das jetzt bestätigt. So, aber okay. Da hätte man natürlich schneller dann irgendwie gehen müssen. Ne? Aber ist egal. So, ich will ja halt generell versuchen, in dem Trend mitzugehen und eben die 585, das wäre dann hier unten. So, etwa in dem Bereich mache ich mal grün, damit wir auch wissen, was gemeint ist. Nämlich dort erwarte ich dann eben Support bzw. eben Anschluss an den Vortag. Ne? Dort ist eben auch die Value Area vom Vortag. Das sieht man natürlich auch hier, wenn ich einfach nur ein bisschen rauszoome. Müsste das irgendwie da unten auch gleich zum Vorschein kommen. So, Kassa Gap, ne, der Close ist so ein bisschen höher hier. Das heißt, der ist natürlich, wird jetzt natürlich dann auch greifbar, auch klar. Das wäre natürlich, also ich versuche halt natürlich immer irgendwie so Targets zu finden, die man eben auch sieht, ne? Also beziehungsweise die man im Daily halt eben auch erkennen kann. Und auf Daily-Basis interessant ist natürlich der Kassaschluss von gestern. Das ist eben halt. Letzten Endes, ich meine, wenn man irgendwie den Ansatz verfolgt, der Markt sucht ja irgendwo seinen Anschluss und ist es natürlich ja nicht so falsch, weil Anschluss zum Kassamarkt gibt es erstmal hier. Da natürlich am genauesten. Jetzt muss er das natürlich nicht machen, ne? Weil was ich jetzt hier schon sehe, M15 da oben auf die Extension aufgesetzt, einfach nur, ne? Das war der falsche, den da will ich. Ne? Hier unten einfach nur auf die Extension vom Framing aufgesetzt. So, das heißt, könnte kompliziert werden. Wenn er da jetzt irgendwie nicht durchkommt, wenn er diese nicht hinter sich lassen kann, dann könnte es sein, dass wir zuerst mal einen Spike nach oben kriegen und dass wir halt erstmal nur so ein bisschen auf der Stelle turnen. So, man kann ja jetzt vielleicht mal Folgendes machen, wenn wir hier ein neues Low kriegen, ne? Hier unten ist die Value Area Low eben auch. Mal versuchen, ob man dort nicht dann irgendwie vielleicht sogar lieber Short irgendwie reingeht, weil offensichtlich ist es ja dann so oder die Chance zumindest die, dass wir hier jetzt erstmal korrigieren, ne? So, gucken, wie es aussieht. Hier der M5 mal noch dazu, dass man den eben auch sieht.
Ja, ist alles noch ein bisschen wischiwaschi. Das heißt, der versucht jetzt hier auch, ich weiß nicht, ob das jetzt ein echtes Gap war, dazu müsste ich den Future aufmachen, habe ich jetzt hier aber nicht. Auf jeden Fall, ne, hier seht ihr ja diese Lücke, die wir haben. Vielleicht kann ja mal irgendwie jemand im Future nachgucken. Den habe ich hier tatsächlich nicht vorbereitet. Da würde ich dann natürlich auch sehen, oder ob das jetzt nur hier vom Liquiditätsprovider kommt. So, aber generell hat er auf jeden Fall ordentlich Motivation, das hier zuzumachen und wie es aussieht, auch hier dem Framing zu folgen. Das ist nicht einfach, ne, da reinzukommen. Definitiv nicht. Das sieht man ja schon. So, jetzt stehen wir erstmal am Point of Control. Das heißt, hier war bis heute, für heute jetzt das meiste Volumen. Und ne, nach Korrektur, deswegen habe ich ja gesagt, ne, wenn hier nochmal irgendwie das Ganze unten ansetzt, dann ja, aber so halt nicht. Und hier habe ich jetzt leider genau das Problem. Nein, es ist keine Ausrede, um nicht zu handeln. Ich glaube, wer hier schon öfters mal dabei war, der weiß auch, dass ich, dass, also ich brauche da keine Ausrede. Ich will da rein, ja. So, aber hier der R1 ist halt einfach immer so ein Scalping-Punkt, der immer genau dann am besten reagiert, wenn ich long bin. Und deswegen bin ich da gerade etwas zurückhaltend. So, ich gehe mal hier runter auf den Minutenchart, weil der Markt hier schon irgendwie gerade so ein bisschen aggro unterwegs ist. Und da sieht man es halt ein bisschen besser. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, okay, beziehungsweise, was heißt mal sagen, ich würde hier nochmal einfach am Vortageshoch aufsetzen, weil offensichtlich versuchte das ja hier zu kaufen. Ne? So. Und das heißt, wenn wir jetzt hier noch einen kleinen Rücksetzer kriegen, würde ich den versuchen, dann hier unten damit zu gehen. Halt hier Point of Control und dann halt eben Vortageshoch, ist ja schon irgendwie recht markant hier im Bild. Zumindest mal wäre es halt ein plausibler Punkt. So, mal gucken, ob das gelingt, ob wir eine Reaktion kriegen oder nicht. Oder ob es das da oben war. Ich sag ja, ne, das ist halt echt immer deswegen da oben long, habe ich ganz am Anfang schon gesagt, bin ich überhaupt gar kein Freund davon, weil das Ding einfach immer viel zu oft, viel zu gut reagiert. Ne? Und deswegen habe ich auch umgeschaltet auf den M1, um zu sehen, ob wir jetzt hier überhaupt eine Chance haben, durchzukommen. Weil wenn jetzt hier nochmal unter Kassa fällt, dann ist das, glaube ich, irgendwie kein guter Ansatz. Und da sollte man es vielleicht irgendwie später oder ein bisschen tiefer oder höher oder wie auch immer dann halt eben nochmal versuchen. So, wir haben jetzt erstmal nur die erste Minute, die ersten 5 Minuten werden ja gerade erst fertig. Aber auf jeden Fall hier sieht man richtig, zumindest, ja, ob er das jetzt schafft, weiß ich nicht. Aber zumindest hier das Vortageshoch als markanten Punkt, ne, der hier gerade irgendwie umkämpft wird. Ich würde auch hier nicht irgendwie voll reingehen, sondern immer, ne, mit Drittelposition. Das mache ich ja meistens so Drittel- oder Viertelposition und nicht jetzt irgendwie dann halt direkt hier mit 7, 8 oder 10 Kontrakten. Deswegen hier erstmal irgendwie klein anfangen. So, man sieht halt, M5 hat irgendwie gerade zwar irgendwie im Grün geschlossen, beziehungsweise hat im Bullig geschlossen, aber so wirklich überzeugend sieht das alles gerade nicht aus. Ne? Sieht eher so aus, als würden wir da oben auf der Stelle noch ein Stück weiter eiern und vielleicht kriegen wir doch erst die Korrektur. Ne? So, deswegen finde ich halt wichtig, ne, hier erstmal eng absichern, kleine Position, weil das sieht schon ein bisschen nach Geeiere aus. Ne? Falsch war es nicht. Falsch wäre gewesen, da oben reinzugehen. Das wäre richtig falsch gewesen. So, aber ob es der Markt dann halt am Ende macht, ne, das ist ja immer eben das gleiche Spiel, man weiß es nicht. Ne? Also Punkt war richtig, hat reagiert, aber eben nicht genug. Und wahrscheinlich haben wir dann jetzt hier insgesamt so die Zone, die auch hier die letzten Minuten, da ja eben auch fleißig gehandelt wurde, das sieht halt so ein bisschen aus, als würde er damit irgendwie nicht so wirklich klarkommen. Aber ich habe ja auch am Anfang schon gesagt, ne, es könnte sein, dass wir hier, dass es so ein bisschen anstrengend wird und wir hier auch irgendwie rumeiern. Ich weiß nicht, ob ich das Wort rumeiern verwendet habe, aber anstrengend ganz sicher, weil wir halt eben nur mal unterm Dach stehen. Ne? Das ist halt einfach so. Und es ist ja nicht wirklich erstmal attraktiv, da oben zu kaufen. Es ist ja dann höher, eher höchstens attraktiv, da oben halt mal irgendwie die Shorties wieder loszuwerden. Ne? Und, aber da kam für meine Begriffe zu wenig. So, wenn man jetzt nochmal den zweiten Ansatz macht, kann natürlich sein, dass es nochmal kommt. Ich wäre dann auch nochmal tatsächlich dabei. Aber auch nicht ohne weiteres. Ne? Das ist so ein bisschen, wir haben jetzt hier an der Kassaeröffnung aufgesetzt. So, und dann versuche ich jetzt den zweiten von vorhin aufzugreifen, den ich sagte, wenn wir nochmal unter die Kassaeröffnung kommen, dann sieht es eher schon so ein bisschen aus, als würde der Markt korrigieren wollen erstmal. Ja, ich kann ja immer nur von dem ableiten, was ich irgendwie gerade sehe. Und momentan sehe ich, wir stehen in der Mitte an der Eröffnung. Wir sind oben abgewiesen worden, haben unten supportet. Und versuche jetzt so eine zeitliche Tendenz da halt rauszulesen. Also hier mit dem M5
ne, der sieht gerade erstmal widersprüchlich aus. Da muss man jetzt auch, glaube ich, nicht sofort irgendwie reinspringen. Also unbedingt short reinspringen. Auch wenn es schon irgendwie ein bisschen nach aussieht, als müssten wir irgendwann nochmal eine Etage tiefer uns da was abholen. Gucken wir jetzt hier irgendwie, der Minutenchart sehen wir halt hier eine ganz lange Aufwärtsbewegung. Die würde ich natürlich auch erstmal gerne weghaben. Um dann halt mal zu sehen, ob man sich da jetzt irgendwie dran anknüpfen kann oder nicht. Ein paar Sekunden hat sie noch. Ich bin ja immer so ein Freund davon, eben von Außenstäben, weil die immer so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, weil die immer schon deutlich, also zumindest in größeren Timeframes, ja auch den Kontext irgendwie zeigen. Ne? Heiko schreibt hier, ich habe mir ein altes Video von dir angeschaut. Okay. Über 20 Punkte Stop. Ne, ja, ne? Also hatte ich hier, ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt hier hatte. Wahnsinnig viel war es nicht und auch mit einer Drittelposition. Ich habe früher, glaube ich, immer nur mit Einzelpositionen gehandelt. Da musst du natürlich dann halt irgendwie den Stop ja dann auch anpassen. Da kannst du nicht irgendwie mit 100 Punkten da reingehen. Ne? Die 100 Punkte, wenn ich sowas mache, die sind ja dann auch eher dazu gedacht, um sie zu skalieren. Das heißt, dann fange ich ja halt eben auch mit irgendwie, wie ich ja vorhin auch gesagt habe, mit einem Drittel oder Viertel an. Wenn man es dann umrechnet, dann sind 100 Punkte nämlich plötzlich nur noch irgendwie 33 oder 25. Ne? Und dann klingt das natürlich schon ganz anders. Also ne, rein monetär betrachtet. Deswegen 100 Punkte klingt immer so, oh mein Gott, 100 Punkte Loss ist ja nicht schlimm, wenn die Positionsgröße ja dann eben auch nur ein Viertel ist, dann ist das ja dann im Endeffekt auch nicht mehr. Ne? Und wenn man dann aber halt, oder es kommt immer darauf an, wie man halt den Trade halt irgendwie plant. Plant man den zu skalieren? Und dann macht das natürlich total Sinn, da dann halt eben erstmal klein anzufangen, beziehungsweise ist ja auch einfach ein Teil von der Strategie. Das heißt, ich gehe mit einem Viertel da halt erstmal rein und ziehe mal einen großen Stop. Und wenn er halt nicht direkt läuft, und dann habe ich ja dann damit die Möglichkeit, an anderen Punkten, von denen ich erwarte, dass sie halt in meine Richtung reagieren, daher dann halt eben nochmal zuzuschlagen, ne? Und meine Position dann damit zu verbessern. Und wichtig ist natürlich immer nur, klar, wenn die Positionsgröße zunimmt, dann muss der Stop enger werden. Ne? Das ist halt eben auch klar. Beziehungsweise dann darf man auch nicht mehr anfangen, in der Gegend rumzuschieben, weil das ist dann verbilligen. Und das ist natürlich auch ein Unterschied. Es gibt schon einen Unterschied zwischen verbilligen und skalieren. Das sind schon zwei Paar Schuhe. So, was machen wir jetzt mit dem? So nach oben ist ja nicht wirklich was zu holen. Ne? Hier nochmal an der Kasseeröffnung. So, ne? Ich wäre irgendwie schon fast, nicht, dass ich jetzt nochmal irgendwie so ein Da Capo kriege. Wir hatten das ja irgendwie vor, nicht beim letzten Mal, auch nicht beim vorletzten Mal, irgendwann kurz davor. Da habe ich auch dreimal hintereinander, habe ich da halt wirklich ins Klo gegriffen. Aber das passiert. Ne? Das ist eben so. Also ich sehe jetzt hier aber erstmal so eine Tendenz, ne? So eine minimale Tendenz, die eben nach unten gerichtet ist. So, hier würde ich jetzt auch hingehen. Ich sage, okay, wenn ich den skalieren will, da ist mein letzter Spike. Ne? So, das heißt, da kann ich den ja auch dann da oben skalieren. Und wenn er das halt eben nochmal macht, wenn er halt eben nochmal dahin läuft. Alternativ, wenn wir hier ein neues Low machen, ne, kann ich da unten eben dann auch ausbauen, die Position, weil mal gucken, wie tief wir dann damit kommen. Ich habe hier im, da muss ich mein Bild nochmal ausmachen, hier im H1. Natürlich mein Freund der SMA20, der da unten eben auch bei der 630 etwa liegt. Ne? Das wäre halt schon eine Strecke, das wäre schon denkbar. Ne? Aber so wie es das hier gerade irgendwie darstellt, tritt halt alles auf der Stelle hier. Ne? Das ist gerade so ein bisschen anstrengend. Ne? Und das kann halt immer noch genauso dann doch nochmal irgendwie nach oben reagieren. Ich hoffe es jetzt nicht, weil ich der Meinung bin, dass der M5, weil er sich halt eben auch hier in Rot darstellt, jetzt zweimal in Folge oben abgewiesen. Also hier, ne, der Kontext eben halt auch nach unten gerichtet ist, dass wir zumindest einen kleinen Push nach unten kriegen sollten. Nicht allzu weit, ja. Aber kann man dann, glaube ich, irgendwie schon mal machen. Keine Empfehlung, ist es klar, ne? Aber hier, das ist ja irgendwie, sieht ja aus, als wäre Feiertag, ne, in den USA. So, wie das hier irgendwie gerade lame unterwegs ist. So, und auf der anderen Seite natürlich hier unten würde ich dann eben eine skalierte Position dann auch ausskalieren, wenn das überhaupt macht. Ne? Falls wir hier noch irgendwann wegkommen, das kann doch gar nicht sein, oder? Was ist das für eine Eröffnung? Habe ich hier den DAO oder habe ich versehentlich den DAX aufgemacht? Nee, es ist schon der DAO. Ne? So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier vielleicht so ein bisschen Push nach unten kriegen. Ne? Hier mit einem neuen Low eigentlich. Also mich würde es wundern, wenn wir da nicht irgendwie so ein paar Punkte kriegen hier so in die Nähe zumindest irgendwie
vom Kassaschluss von gestern. Aber das hier schon so ein bisschen gruselig, ne, finde ich. Also wie sich das halt hier bewegt. So, jetzt würde ich mich da unten an das Low irgendwie dran klemmen und da auch direkt reingehen. Der erste ist selten gut, weil das ist genau das eben vom Prinzip her. Wir haben kein neues Tief gemacht. Ne? Das ist erstmal nicht gut, aber es ist jetzt auch erstmal nur der M1. Und noch nicht mehr. Ne? Aber es läuft hier einfach brutal gegeneinander gerade schon wieder. Ne? Irgendwie M15, irgendwie der drückt da unten rum, ist aber eigentlich halt irgendwie bullisch. Und der M5 ist eigentlich das Gegenteil davon. Und der H1 natürlich bullisch, aber der Markt kommt hier nicht weiter. Das ist echt so ganz schön lame. Also, was geht denn da ab? Haben wir da irgendwelche News, die ich übersehen habe, wo jetzt irgendwie alle drauf warten, 15:45 Uhr? Oder was ist das hier? Spooky, echt. Ich glaube, es ist die lameste US-Markteröffnung, die wir je gesehen hatten, oder? Das hatten wir vorher immer nur beim DAX morgens. Deswegen sind wir da irgendwie von weg, weil der sich ja nicht mehr bewegt hat. Und jetzt denken sich die Amis dann wahrscheinlich auch, oh, der Hilger macht jetzt irgendwie US-Markteröffnung. Ja, machen wir das Gleiche, wie wir morgens im DAX gemacht haben. Das sind wahrscheinlich die gleichen Praktikanten oder so. Ja, die warten alle auf morgen. Ja, was heißt warten? Ne? Aber ne, trotzdem muss ja irgendwas passieren um 15:30 Uhr. Das kann nicht sein. Also, ne, dass hier einfach so nichts passiert jetzt. Das ist dann doch irgendwie eine Nummer zu abgefahren. Die können ja trotzdem mal irgendwie 100 Punkte runter und rauf und ohne das hat hier irgendwie. Aber es drückt einfach nur irgendwie quer in der Gegend rum. Ne? No more, no less. Ah, vielleicht wird das so ein Da Capo, ne? So von vor 4 Wochen war das, glaube ich, ne? Wo ich dann irgendwie dreimal hintereinander irgendwie was falsch gemacht habe. Aber auch da kann ich halt nur sagen, ne? Das, was ich hier sehe, ist erstmal, außer es entscheidet sich jetzt in den letzten 10 Sekunden dann doch noch anders, ja? Ist aber erstmal so ein bisschen nach unten gerichtet. Ne? Aber wir sind jetzt schon wieder am Vortageshoch. Wir versuchen schon wieder zu kaufen. So. Und M15 schließt natürlich in Bullish. Ne? Aber okay. So, das heißt, jetzt verschiebe ich den Stop, gehe nochmal hier ans bisherige Tageshoch. Aber weiter dann halt eben nicht mehr. Ne? Ne, weil das hat man jetzt ja auch gerade gesehen. Wirklich so eine Entscheidung. Auf den letzten Drücker müssen wir uns dann irgendwie doch nochmal irgendwie hier so einen halben Punkt drüber schieben und dann irgendwie das Ding jetzt doch irgendwie nochmal in Angriff nehmen. Ne? Gut, zum H1 passt es natürlich gar keine Frage. Ne? Der ist halt eben bullisch ausgerichtet. Das sieht man ja hier unten. Aber der M5 und die kleineren klemmen halt hier. Ne? So, das heißt, wir drücken jetzt hier wieder an den gleichen Hochs rum. Ne, also ich will es hier nicht übertreiben, ne, weil wir sind eben im Bullenmarkt und von daher muss man da nicht irgendwie alles drauf verwetten, dass der Markt dann mit einem fällt, nur weil man das irgendwie gerne hätte. Ne. Aber es ist halt, ne, also was man halt eben ja auch sieht, ne, die ganze Tendenz, ne, vorhin irgendwie die ganze Zeit nur nach unten irgendwie rumgedrückt und hier dann irgendwie auch mal kurz durch, hätte man natürlich auch schon absichern können, aber gut, das war dann vielleicht ein Fehler, das nicht gemacht zu haben. Und jetzt machen wir genau das Gleiche auf der anderen Seite, ne. Und irgendwie, aber mit genauso wenig Nachdruck wie eben auf der Unterseite. Von daher glaube ich dem Markt da erstmal noch nichts. Das Einzige, was ich glaube, ist, dass der Trade irgendwie unnötig gewesen ist. Ne? Da bin ich allerdings langsam dann schon überzeugt davon. Und dass das halt hier wieder schon wieder so ein Gekaspere wird. Vielleicht haben wir das irgendwie alle 4 Wochen, dass der Markt so ein bisschen merkwürdig unterwegs ist. Aber das hier ist nur von der Wohler viel zu traurig, was hier passiert.
Ja, Ivo schreibt ja auch, ne, warum ich short bist. Ja, ne, genau. Das ist der Plan, ne? Der Markt muss aber mitspielen. Er muss aber mitspielen, ne? So, jetzt habe ich allerdings einen Fehler gemacht. Vorhin die Short Order lag hier, ne? Die lag nämlich unter diesem Spike. Ja, die war leider richtig, ne? Die war leider richtig. Das wird mich nämlich jetzt in die Position zu versetzen, zu sagen, okay, dann gehen wir eben mit Null hier raus. Und die Chance habe ich mir gerade selber genommen. Aber gut, noch ist es nicht irgendwie geklärt. Ja, was heißt, ne, Oldschool schreibt ja, nur lass dir mal ein paar Stops für Liquidität einsammeln. Wo? Oben oder unten? Ich wäre dafür für unten. Das wäre durchaus das, was ich gut finden würde. Weil das hier oben, also wenn der wirklich, das ist ja auch eben immer der Ansatz, wenn der wirklich nachhaltig oben raus will und eben nicht nur kurz spiken, um die Shorties abzufischen, dann muss der eigentlich runter, weil es ist nicht interessant da oben. Ne? Also um da jetzt irgendwie halt mit großen Positionen da halt irgendwie reinzugehen. Ne? Das ist halt einfach zu teuer. Also Aktien wird man da oben keiner irgendwie klar machen können. Aber halt im Future natürlich kann man da halt eben auch mal ein bisschen stänkern. Das ist halt irgendwie schon klar. Verdammt war die Position hier gut, ne, für den Short. Die war ja mal richtig gut. Okay. Aber so lässt man sich halt eben auch gerne mal verunsichern vom Markt, ne? Und denkt dann so, oh nein, jetzt geht ja irgendwie ganz hoch und dabei muss man ja eigentlich immer nur gucken, was er macht, ne? Ohne viel zu denken. So, ich würde ihn aber jetzt hier versuchen, auf der Unterseite zu skalieren und dort jetzt auszubauen. Dann muss er natürlich ganz genau reagieren, ist ja klar. Ne? Ein kleines neues Tief und dann, beziehungsweise nicht mal, sondern wieder kurz davor und dann halt natürlich erstmal drauf reagieren. Okay. Hätte ich mir eigentlich denken können. Hätte ich mir denken können. Aber gut, heißt erstmal noch nichts. Hier unten, wie gesagt, die Kassaeröffnung hätte ich als erstes eigentlich da unten auf dem Schirm. Sag mal. Die würde mir natürlich da unten als erstes mal ganz gut gefallen, wenn wir da halt mal irgendwie hinlaufen sollten. Und dann natürlich, wie eben erwähnt, die 585, ne? Dann eben im zweiten Anlauf. Ich bin auch hier jetzt hier nicht unbedingt. Ja, wenn der noch irgendwann halt noch runterkommt, ne? So. Jetzt nicht unbedingt warten, bis er das hier ganz genau hat, sondern eher so ein bisschen dazwischen davor, weil das eben oft tatsächlich so ist, dass er bis kurz davor eben läuft und dann sonst irgendwie auch dann gar nichts mehr macht. Ne? So, aber erstmal, ne, so ein bisschen drückt es jetzt ja wenigstens mal. Man kann, wenn man das irgendwie mitgemacht hat, hier natürlich auch auf Null raus. Ne? Ich würde es jetzt aber erstmal, also ich für mich, ne, ohne es als Empfehlung zu formulieren, ich würde jetzt hier schon mal irgendwie gerne zugucken, ob wir nicht da unten irgendwie rauskommen mit einem kleinen Schüsschen, ne, weil da oben ja eindeutig, also ne, bis jetzt recht eindeutig die Liquidität nicht da ist. Ne. Aber klemmt sich hier echt einer ab, ne? Also ist schon ein bisschen. Naja, gucken, kriegen wir jetzt einen Shot da unten raus. So, wie vorhin beschrieben, den Stop muss ich jetzt natürlich ein bisschen enger führen. Weil jetzt kann ich ja nicht mehr irgendwie bedenkenlos mit 100 Punkten da halt irgendwie handeln und würde auch jetzt, sobald er jetzt da unten rausgeht. Okay. Also hier eine Gegenorder setzen. CS heißt Cancel Same, das heißt, würde die anderen Long Orders dann löschen, sofern er sie jemals macht. Ne? So, hier halte ich mal den Finger erstmal drauf. Oh, Alter, so wichtig ist das jetzt hier auch nicht mit der 680, dass man sich da jetzt irgendwie so lange dran aufhalten muss. Anstrengend.
Leider anstrengend. So, ich hoffe jetzt nur, der kommt nicht wieder da oben an des Vortages hoch. Also dann kriege ich hier, glaube ich, irgendwie einen Nervenzusammenbruch. Ja, aber das ist jetzt so krass, also hier unten, ne? Also ich kann hier nicht viel erkennen, ehrlich gesagt, also auch im H1 nicht, warum der genau dort jetzt irgendwie so reagiert. Der einzige Grund ist, da hat einer gekauft, warum auch immer, und die anderen oder der selber nimmt sich zu ernst und kauft irgendwie wieder an der gleichen Stelle. Aber so vom gesamten Druck, der von oben nach unten kommt, ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, warum das so ist. Habe ich irgendwas übersehen? Dann sagt es mir sehr gerne. Aber ich werde den Teufel tun, jetzt hier irgendwie. Also Jana schreibt ja auch gerade und jetzt Long Grins. Also, nee. Also ich werde, kann alles sein, ja. Aber so wie sich das hier im Kleinen darstellt, ne, drückt ja irgendwie gerade nach unten. Egal, was der jetzt hier gerade im M1 da fabriziert. Der, glaube ich, eh auch gerade wieder ein bisschen unnötig geworden ist, weil sich das Tempo verringert hat. Und aber das sieht für mich nicht long aus. Das sieht für mich schon aus, wir müssen einmal da unten durch, ne? Und einmal irgendwie da unten. Na, gut, wir stehen jetzt halt hier am Value Area Low von heute. Aber heute war ja auch noch kein Kassamarkt. Es ist ja noch nicht viel passiert heute. Von daher kann das jetzt nicht so wahnsinnig viel Relevanz da haben. Finde ich. So, aber trotzdem stehen wir hier nur blöd rum gerade, ne? Immer noch. So. Ich würde gerne mal irgendwie die Hälfte hier loswerden. Ist wieder so der Moment, wo man sich fragt, wo ist die versteckte Kamera? Das ist doch jetzt nicht sein Ernst, dass er die ganze Zeit an meinem Break-Even hier rumzackert. So, das ist, aber das kennen, glaube ich, viele. Habe ich letztens auch bei Discord irgendwo gelesen, ne? Dass jemand gemeint hat, so, ich glaube, der ganze Markt konzentriert sich irgendwie auf mein Break-Even, irgendwie so. Und das ist, ich kenne das. Ich, keine Ahnung, aber es ist so ein Phänomen, irgendwie, ein Talent, das mir nicht alleine, gegönnt ist, das immer wieder so hinzukriegen, einfach plus minus null, irgendwie, für keine Ahnung, wie lange, ne? Das kann ich auch gut. Sieht man ja hier gerade wieder. Ne? So, aber auf der anderen Seite, wenn es jetzt hier länger dauert und jetzt hier dann auch eben die Kollegen dann anfangen, irgendwie da glatt zu stellen, dann kriegen wir eben auch den besagten Shot dann auch darunter. Ne? So, setzt ihr erstmal an. So, Break-Even ist gerade automatisch gezogen worden. So, ich würde hier mal eine Gegenposition machen, also beziehungsweise nicht Gegenposition, sondern nur da würde ich mich nochmal irgendwie rausholen lassen, hier über der großen Order. Na, hier sieht man, da. Da setze ich mich jetzt mal drüber. Mal gucken, ob wir den noch ein bisschen runter kriegen. So, ob wir den auch hier einfach manuell verfolgen. Wenn es nur ein paar Punkte sind, ist ja völlig okay. Ja, der war vielleicht einen zu knapp. Da waren nämlich gerade noch mal irgendwie nur 14 Kontrakte. So, und dann mal gucken, kriegen wir jetzt da runter in Richtung Kassaschluss oder nicht? Oder eben sogar auf die 585. Das wäre natürlich ein ordentlicher Rutsch. Was er leider immer irgendwie ziemlich gut findet, ist irgendwie so eine 666. Ne? Das finden die immer irgendwie total klasse, aber okay. Ne? Ein paar Punkte sind es hier. Und er muss jetzt hier nicht unbedingt noch mal irgendwie da rauf. Ich lasse den jetzt auch hier liegen. Also eigentlich gehört er natürlich hier drüber. Ne? Also gut, zwei, drei Punkte ist jetzt nicht das Thema. Aber über die Value Area, über die Abwärtsbewegung, die wir hier jetzt haben, und eben in der Annahme halt eben, dass das jetzt auch hier nochmal verteidigt wird und der Markt jetzt nicht direkt nochmal nach oben rennt. Und wenn das dann macht das halt, ja. Aber dann muss ich hier nicht unbedingt deswegen draufzahlen. So sehe ich das. So, ist hier der 2-Minuten-Chart, den packe ich halt immer aus, wenn irgendwie der M1 zu lame ist oder halt zu viel irgendwie auf der Stelle rumgurkt.
So, aber ja, der kommt hier echt, das ist halt schrecklich, ne? Jetzt hängt er hier an dem alten Low, ne, von eben. Aber mal gucken, wenn das jetzt nicht direkt nochmal verkauft wird, sondern so bleibt, ne, dann wird das jetzt natürlich erstmal zum Widerstand. Also war ja vorhin eben Support, auch hier im ganz kleinen Timeframe funktioniert das eigentlich in der Regel auch, dass es jetzt erstmal zum Widerstand dann umfunktioniert wird. Das heißt, dann kann man da auch nachher irgendwie da drüber, knapp da, noch knapper da drüber dann eben auch den Stop setzen. Könnte natürlich auch hier sagen, okay, falls, wenn er das jetzt bestätigt, ne, könnte man hier eben auch noch mal reingehen, ne, irgendwie mit einer weiteren Order. Klebt schon so ein bisschen da dran. Aber das sieht ja schon so ein bisschen aus nach, ne, hier ist, muss ich mich nochmal ausmachen hier, SMA20 da unten im H1. Schon so ein bisschen einladend, ne? Und hier sieht man es. Also. Und das sind halt noch ein paar Meter bis darunter, aber das könnte schon irgendwie funktionieren. Deswegen bin ich da auch kein Freund davon, jetzt irgendwie zu schnell da aufzulösen. Und da könnte man auch sagen, okay, versuchen wir es mal irgendwie mit einer Gegenorder, also mit einem Reverse bei 600. Was ist das hier? Gerade mal ein bisschen genauer gucken. Ja, falsches Fenster, Moment. Die 640, ne? Also mit bisschen Durchstoß könnte funktionieren, ne? So, das heißt also hier, also Reverse, dann direkt dagegen. Und dann halt mal sehen, ob wir nicht direkt nochmal die Gegenbewegung da unten kriegen. Also wir haben nicht irgendwie News um 16 Uhr, oder? Ich habe nichts übersehen. So, den ziehe ich jetzt hier mal kurz manuell nochmal nach. Das ist ja zumindest der Schuss nach unten, den ich haben wollte. So, jetzt sind wir ganz genau am SMA 20 hier unten. So, ich würde dann auch jetzt hier in Anbetracht der Zeit, na, würde ich das? Ja, schon, ne? Komm, raus. Ne, weil wir haben irgendwie noch 20 Sekunden, bis die Stunde fertig ist. Ne? Und wir haben halt ganz gerne mal Bewegungen dann eben auch am Ende der Stunde, die ein bisschen knackiger sind. Von daher, ja, oh, war der erste doch echt so teuer. Okay, krass. Na naja, gut. Da habe ich irgendwie, keine Ahnung, zu lange gewartet. Ne? Naja, aber ist ja okay. So insgesamt passt es doch, finde ich. Ne? So, 16 Uhr, ne? Also wir haben, man sieht jetzt hier unten auch, ne? Wir haben so irgendwie einen kleinen Aufsetzer an der 640, die ich ja hier eingezeichnet habe, punktgenau drauf, ne? Also das ist schon okay, aber jetzt auch gut zum Skypen irgendwie 20 Punkte nett, ne? Aber jetzt auch irgendwie nicht überzubewerten, ne? Von daher war die Idee da unten dann eben auch zu drehen, jetzt nicht so falsch, aber man sieht, er ist jetzt hier auch nicht wirklich weitergekommen und ich bin ja da irgendwie ganz gut raus, ne? Gut, okay, also, was habt ihr gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare. Alle Short mit dabei oder alle Long? Alle seitwärts? Geht ja auch. So, ich gucke mal irgendwie hier drüber. Also, Like, genau, fände ich ganz, ganz klasse, wenn ihr ein Like da lasst bei YouTube. Weil das hilft mir natürlich so ein bisschen in der Sichtbarkeit. So, was haben wir hier noch? Also, der Nasdaq steht nun auch am Open. Okay. Nico Schulz Long. Okay. Skype-Modus passt doch. Die Evo oben gibt es keinen FOG. Grins. Ja, fett, ne? Morgen ist eben Zinssatzentscheid, ne? Ich habe es ja schon irgendwie in meinem Livestream ja auch gesagt, also gestern Abend oder schon mehrfach. Ne, es ist natürlich der Zinssatzentscheid, auf den alle warten. Ne, und weil halt eben die erste Zinssatzsenkung jetzt wieder halt in Aussicht gestellt ist und man weiß natürlich nicht so genau, werden es halt 25 oder 50 oder am Ende gar nicht. Ne, und je nachdem, was dann halt dabei rauskommt, kann das morgen natürlich echt ganz schön irgendwie ruppig werden. Ne, also ich stelle mich da auch so ein bisschen drauf ein, dass es das werden wird. Und wir werden sehen. Ne? Also ich glaube aber halt, dass da morgen schon ein bisschen irgendwie was abgeht. Ne? Vielleicht auch mit Auswirkungen eben auf Bitcoin. Könnte natürlich auch sein, dass da morgen halt dann nochmal richtig Bewegung reinkommt in die ganzen Märkte.
Bin sehr gespannt. Aber gut, ich glaube, für heute hier war das ja irgendwie alles ganz nett, ne? So der erste war so ein bisschen verwirrend, fand ich da oben. Aber gut, ne? Aber eben der erste 32 minus und der zweite dafür 75 plus. Ne? So, und am Ende geht es ja immer darum, irgendwie, dass das halt in irgendeiner Form dann eben aufgeht und das unterm Strich dann halt eben möglichst, ne, das Plus irgendwie größer ist. Ist auch natürlich immer mein Ansatz, logischerweise. Eigentlich Quatsch drüber zu reden. Aber am Ende ist es also, man kann nicht alles richtig machen, ist klar. Aber ich glaube, es war ganz okay. Der Markt war so ein bisschen lame, finde ich jetzt insgesamt, ne? Und so ein bisschen tricky am Anfang. Aber okay, passt. Also ich bin auf jeden Fall soweit ganz okay damit. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich sehe gerade, ne, Short, Short, Short. Also Que Pasa DAX Short. Lasatoria mit mir Short, der andere dann irgendwie auch hier Short, Short, Short. Ja. Und der Nico Long, aber hat auch Geld verdient, so wie ich das sehe. Ist doch schön. So, da können wir doch alle irgendwie zufrieden sein und haben doch alle was davon gehabt. Hat Spaß gemacht. Also nochmals, ne, abonniert sehr gerne den Kanal, holt euch den Stereo Trader und lasst ein Like da, erzählt es gerne weiter und kommt immer gerne, immer wieder. Ich freue mich. Wir sehen uns heute Abend auf jeden Fall wieder um höchstwahrscheinlich 22:30 Uhr, wenn wir uns dann eben nochmal die Märkte für morgen angucken. Gucken, freue mich, wenn ihr dabei seid. Ansonsten könnt ihr das natürlich auch morgen früh schauen und weil das bleibt ja logischerweise online. Alright, Wolfgang, möchtest du noch was sagen oder soll ich hier einfach dicht machen oder? Nein, ich möchte mich auch noch bei allen Zuhörern bedanken und wir sehen uns ja wieder oder hören uns wieder am 1.10., wenn ich mich nicht, 4.10. Nee, eher doch, 1.10. 1.10. Okay, um krass. Ja, der fehlt ja noch. 8.45 Uhr. Wieder zur Was? Börseneröffnung. Kannst du vergessen. 8:45 Uhr bin ich nicht da. Das muss ein Irrtum sein Ja, im Kalender. Ja, das ist steht so hier drin. Nee, sehe ich auch gerade. Nee, ist mit Sicherheit verkehrt. ja, nee, da bin, stehe ich nicht auf. Ich ändere das um. Ich ändere das um. Ja, aber wir haben ja noch die NFTs auf jeden Fall in der gleichen Woche. Das heißt, also wir sehen uns so oder so wieder in 2,5 Wochen dann. Alles Übernächsten klar. Freitag sozusagen. Gut. Müsste das denn. Gut. Okay. Ja, vielen Dank Okay. nochmal und alles Gute, viel Erfolg beim Traden und einen angenehmen Tag noch. Ciao. Euch auch. Bis dahin. Danke. Ciao. Ciao.